Norbert, ich bin's Dolly und herzlich willkommen auf meinem Kanal Wasser und Malz. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid, wenn ich auch mal wieder hier vor einem einsamen Drum Whisky sitze und auch mal wieder vor einem besonderen Drum, weil aus einer neuen Brennerei, neuen schottischen Brennerei, diesmal aus der Speyside, Ballindalloch. Was steckt hinter Ballindalloch? Nun ja, der Boden, worauf die Brennerei steht, ist ein historischer. Es ist nämlich Ballindalloch Estate, der Sitz der Barone von Ballindalloch, lange Zeit Macpherson Grant. Das ist historischer Boden, der, ich meine, bis, glaube ich, ins 16. Jahrhundert die Nutzung zurückgeht. Da gab es dann auch von der Familie, also der Macpherson Grants, Verbindungen zu verschiedenen ja, zu verschiedenen Whisky-Distillen, auch zu verschiedenen, die es heute noch gibt. Aber auf diesem Grund und Boden in Ballindalloch gab es noch keine Distillerie. Erster, die heutigen Besitzer des Grundstücks, die Familie Russell, nämlich Claire und Oliver, haben sich überlegt, was machen wir denn mit Ballindalloch? Was können wir denn daraus machen? Und da haben sie mit ihren Söhnen Guy und Edward beschlossen, wir machen da eine Distille hin. Und das haben sie dann auch gemacht. Die ist dann 2015 vom damaligen Herzog und der Herzogin von Rothesay feierlich eröffnet worden. Heute bekannt als King Charles und seine Camilla. Also die haben die Ballindalloch Distillery 2015 feierlich eröffnet. Aber der erste Whisky ist bereits im September 2014 produziert worden. Ja, aber es hat bisher noch keine Abfüllung bis zu uns geschafft. Die hier eigentlich auch nicht wirklich, weil die ist eigentlich speziell für die Benelux-Staaten. Das ist der Ballindalloch 2015, ist ein Single Cask, also ein Einzelfass aus einem Sherry Butt aus dem Fass Nummer 108. Hat 60,5 Volumenprozent Alkohol und ja, ist, soweit ich weiß, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert und 8 Jahre alt. Schauen wir uns die Farbe mal an. Das ist so ein schönes, helles Rostrot, ne, würde ich mal sagen. Ja, also hat schon ein schönes Färble. Es ist kein Mahagoni, aber ein Rostrot ist das schon. Das ist ein Sherry Butt, ein Einzelfass. Das gibt schon innerhalb von 8 Jahren etwas Farbe ab. Der hat schon sehr verführerisch gerochen, als ich ihn eingegossen habe vorhin. Habe ihn noch nicht probiert. Das machen wir hier zusammen, selbstverständlich. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was der kann. Ich bin auch mal gespannt, wann da auch mal eine Abfüllung zu uns hier nach Deutschland kommt. Ich habe sowas gehört, als ob das demnächst mal passieren sollte. Und da ist es ja vielleicht mal ganz spannend zu sehen, ob die Ballindalloch Distillery was kann oder halt auch nicht. Was vielleicht noch interessant ist, die Ballindalloch Distillery ist geplant als Single Estate Brennerei, also von dem Produzieren der Rohstoffe bis zum Abfüllen in die Flasche, alles aus einer Hand. Alles auf dem gleichen Boden, also auf dem Grundstück des Ballindalloch Estate. Und man hat sich zur Unterstützung Charlie Smith geholt, der lange Zeit Manager bei Talisker war. Der hat da, soweit ich weiß, eine Zeit lang beratende Funktion gehabt, damit man vielleicht dann auch wusste, was man tat. Aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, hängen wir unser Näschen ins Gläschen. Und schau mal, was der kann. Ob man die 60,5 Volumenprozent hier von diesem Einzelfass Ballindalloch 2015 aus dem Sherry Butt Cask 108, ob man da die 60,5 Volumenprozent in der Nase spürt oder nicht. Ich bin gespannt. Oh, sehr süß, sehr fruchtig. Ja, es bitzelt ein bisschen in der Nase, aber jetzt nicht sehr, sehr stark. Man hat einen schönen, schönen, richtig duftenden, rotbackigen, saftigen Apfel in der Nase.
Sehr, sehr schön. Was hat man noch? Hat so ein bisschen Karamell dabei. Als wäre der so leicht glasiert. Man hat auch was so in Richtung floralen Blütenduft, so leicht, so, ja, von mir aus Apfelblüte, wenn wir schon beim Apfel sind. Also, man könnte ihm einen schönen, runden, saftigen, roten Apfel auf die Flasche malen. Das wird es eigentlich ziemlich genau treffen. Wie gesagt, also ein klein wenig Bitzels in der Nase, aber kaum. Der Alkohol ist kaum spürbar hier. Das ist wirklich gut. Ja, ich habe so ein bisschen jetzt auch was Vanilliges, Karamelliges, so in Richtung einer schönen Crème Brûlée. Am Rand habe ich auch so was leicht süß-würziges, so. Jetzt nicht angebrannter Karamell, das ist zu stark, das riecht nicht angebrannt, aber es riecht schon so ein bisschen knackig geflammt, so ein klein wenig. So geflammter Karamell, so schön brauner Zucker gestreut und dann hier ein bisschen karamellisiert. So riecht das. Mit so einem leicht halt würzigen Touch. Ich habe auch so was leicht grasiges. Ja, so eine frisch gemähte Wiese einfach. Und über allem thront so dieser süße, saftige, vor Saft triefende rote Apfel. Der fruchtige, rote, pralle Apfel. Also nicht sehr komplex, sehr geradlinig, aber sehr, sehr lecker. Und ich bin wirklich sehr positiv überrascht, was die 60% Alkohol angeht. Die habe ich so kaum gespürt. Also wow, nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es am Glas liegt, aber das war wirklich gut. Aber jetzt probieren wir den mal. Mal gucken, wie der schmeckt. Interessant. Ich habe zunächst so das Gefühl, als hätte ich so richtig einen schönen süßen, trüben Apfelmost im Mund. Danach wird es plötzlich ein bisschen fruchtig, würzig, so ein bisschen, ja, so ein bisschen dunkelfruchtig in Richtung einer Brombeere oder auch einer Johannisbeere. Aber noch alles vermischt mit dieser saftigen Süße. Dann spüre ich auch den Alkohol, das hat sowas richtig mit einer Ingwer-Schärfe. Und dann habe ich so, ja, so ein bisschen einen Apfelkern oder so diese Apfelschalen. Dann wird es nämlich relativ bitter, so ein bisschen. Nee, nee, nee. Also, ich trinke so einen schönen, süßen, naturtrüben Apfelmost. Und dann kommt so nach und nach immer stärker werdend ein schöner, kräftiger, schön richtig bitterer Espresso dazu. Aber
Das ist jetzt nicht, erst kommt das eine, dann kommt das andere, sondern so, das vermischt sich so zusammen. Und ich habe auch am Schluss, also der bleibt ziemlich lang im Mund, er hat einen recht langen Abgang, also mal mindestens mittellang. Ich habe am Schluss auch noch wirklich alles beides im Mund. Ich habe auf der einen Seite so einen süßen, apfelmostigen, fruchtigen Geschmack und auf der anderen Seite so ja, diese Bitterkeit, so eine richtig schöne, leckere Bitterkeit. Und dann, ja, dazwischen eben auch diese Ingwer-Schärfe. Schon. Es ist spannend. Also wirklich erst so mostig süß, dann kommt so diese Espresso-Note immer mehr dazu, das vermischt sich. Und dazwischen habe ich dann auch was, ja, wie gesagt, dunkelfruchtiges in Richtung Brombeere, Johannisbeere. Ja, ich habe eine Ingwer-Schärfe, aber so am Schluss, am Abgang bleibt so dieser Mischmasch zwischen mostig, süß, fruchtig und zu so diesem schönen bitteren Espresso. Also der gefällt mir ziemlich gut, aber ist noch ein bisschen drin gelassen. Ich werde noch mal ein bisschen mit Wasser spielen, weil 60,5 Volumenprozent Alkohol, der verträgt was, würde ich mal behaupten. Wo ist das Loch hier? So. So, schauen wir mal. Ja, also im Geruch wird es ein bisschen filigraner. Ich habe diese süß, apfelig-fruchtigen Gerüche auch. Das wird eine Spur floraler, aber das habe ich trotzdem noch da, aber jetzt nicht so intensiv mehr. Mal gucken, was er auf dem Gaumen da jetzt fabriziert hat, die paar Tropfen, die ich dazu gegeben habe. Also der hat dieses, ja, dieses bittere Espresso-artige ziemlich in die Mitte konzentriert. Also ich habe erst wieder, wie vorher auch, so dieses mostig-süße-fruchtige. Dann kommt bam, der Espresso gleich dazu und zwar in voller Bitterkeit. Und danach klingt die Bitterkeit ein bisschen ab und die Süße bleibt. Also ich habe nicht andere Aromen wie vorher mit ein paar Tropfen Wasser dabei. Ich habe die ein bisschen anders verteilt. Das ist schon spannend. Also ich finde eigentlich alle beide Variationen sehr lecker. Und ich habe so noch so ein bisschen am Rand so ein bisschen kleine Wölkchen an so lieblich floralen Noten, so ein bisschen Blumenwiese tanzt um den Espresso und den Apfelmus herum. Ja, schönes Teil, also sehr, sehr lecker, aber ich empfehle euch leider trotzdem nicht, weil der ist mir einfach zu teuer. Wie gesagt, der ist hier gar nicht erhältlich, der ist eigentlich gedacht für die Benelux-Staaten. Und ich habe den in den Shops gesehen, hier, was man so kriegt, zwischen 135 und 140 Euro für einen Achtjährigen. Gut, ist ein Einzelfass, okay, 60,5 Volumenprozent, okay, neue Destille, alles fein, alles schön und gut. Aber 140 Euro, Leute, nee. Also, das finde ich dann doch ein bisschen sehr hochgegriffen. Man muss mal gucken, da wird bestimmt noch mehr kommen von der Destille. Die gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Also ein schönes, saftig, rot-fruchtiges Profil. Finde ich lecker. Auch so dieser Espresso im Abgang. Wunderbar.
Gut, das ist wie gesagt ein Sherry-Einzelfass, aber trotzdem keine 140 € wert. Wie ist mit euch? Kennt ihr Berlinerloch? Habt ihr schon mal einen probiert? Es gibt, glaube ich, mittlerweile mehrere Abfüllungen. Wie gesagt, nicht bei uns auf dem Markt, aber bei unseren Nachbarn gibt, glaube ich, ein Einzelfass mit Ex-Bourbon. Es gibt dieses Einzelfass ja mit Ex-Sherry und es gibt eins mit einer Kombination, glaube ich, alle von 2015, alle so ungefähr 8 Jahre alt. Wie sieht's aus? Habt ihr schon probiert? Oder war der euch auch zu teuer? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Also zum einen, ob euch so neue Brennereien prinzipiell interessieren aus Schottland. Zum anderen, ob ihr vielleicht schon mal so einen probiert habt. Und zum dritten, wie ihr da jetzt die Preisgestaltung findet. Jetzt auch in Zeiten, wo man ja eigentlich schon mal ein bisschen auch merkt, dass auch die Brennereien mit dem Preis schon ein bisschen auch ja, zurückschrauben und so diese mittlere Preisklasse eher ein bisschen ausklammern. Gut, da hat man hier dann ein hochpreisiges Produkt. Ja, das scheint zu funktionieren, weil jeder den neuen Ballenberg auch probieren möchte. Möchtet ihr den auch probieren? Habt ihr den probiert? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Würde mich auch über ein Like freuen. Einfach hier auf den Daumen nach oben klicken. Und wenn ihr schon dabei seid, da, ja, genau da. abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und haut auf die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich verkoste nicht nur neue Destillerien, ich verkoste auch alte. mal gucken, was nächste Woche dran ist. Ich habe hier verschiedene Sachen zur Auswahl. Es ist immer spannend und gar nicht immer so einfach zu entscheiden, was jetzt gerade aktuell interessant ist, weil momentan so viel spannende Abfüllungen auf den Markt kommen, dass man gefühlt fast jeden Tag ein Video machen könnte und online stellen, aber nee, also das ist mir dann noch zu viel Alkohol. Ich bin froh, wenn ich ein oder maximal zweimal pro Woche ein Video hier hochstelle, wobei ich die nicht alle jede Woche produziere, manchmal ein paar am Stück und dann mache ich mal wieder mal 8, 14 Tage Pause und trinke gar keinen Alkohol. Weil man ja verantwortungsvoll trinken sollte, auf jeden Fall. Das ist nicht zu spaßen mit dem Alkohol. Deswegen trinken wir den Whisky auch nicht, sondern wir genießen. Wir trinken immer nur ein bisschen und wir halten uns sehr an den Aromen auf und erfreuen uns daran. Und da haben wir jetzt so einen schönen blühenden Apfelbaum. Ah, parfümig ein bisschen, aber auf eine positive Art. Hier im leeren Glas. Lecker. Ja, da wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Olli. Ciao.